Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch wieder einen wahnsinnigen Anruf mitgebracht mit einem Betrüger, der nicht so richtig Bescheid weiß und naja, wie immer auf dem Schlauch steht, wenn ich was von ihm möchte. Ja, ganz zum Schluss sage ich ihm dann wie immer, was ich von seinem tollen Unternehmen halte. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Telefongespräch. Lausebengel, ja? Mein Name ist Daniel Stumpf, ich rufe von der Firma Meteor Trader. Stumpf? Sie waren eben gerade... Ja, genau. Mhm. Sie waren eben gerade auf unserer Startseite. Es geht um Ihr Handelskonto. Okay. Genau. Hatten Sie schon Erfahrung gehabt in der Börse? Mhm. Mit was haben Sie getradet, Herr Lausenberger? Gar nichts. Haben Sie überhaupt keine Erfahrung? Doch. Doch oder nicht? Doch. Mit was haben Sie dann getradet? Gar nichts. Okay. Mit was soll reden? In der Kryptowährung oder überhaupt in Aktien? Ja, mal gucken. Okay, gut. So, was sich so anbietet. Mit welcher Summe wollten Sie anfangen? 250.000. 250.000? Hm? 250.000 geht es nicht. Ich meine, bei mir geht es nicht, aber danach, wenn Sie einen Finanzberater bekommen, Sie können mit ihm dann 250.000 anfangen. Ach so. Das heißt, Sie können mit 500 Ihr Handelskonto aktivieren und dann können Sie natürlich mehr investieren. Das ist ja umständlich. Wie bitte? Ich sagte, das ist ja umständlich. Was für eine Zahlungsmethode besitzen Sie? Ja, hier wird wieder richtig wunderbar vorgemacht, worum es eigentlich in dem ganzen Gespräch geht. Nur um euer Geld. Nicht darum, um irgendwelche Fragen zu beantworten und den Kunden bestmöglich irgendwie zufriedenzustellen. Nein, nein, es geht eigentlich nur darum, wie ihr einzahlt und wie viel. Alles andere spielt auf dieser Webseite überhaupt keine Rolle. Tja, und auch schon die ganzen Fragen am Anfang sind wieder genau die gleichen wie in jedem anderen Betrügerskript. Ja, das haben sich die Betrüger wohl irgendwie schön zur Aufgabe gemacht, sich alle untereinander gegenseitig zu kopieren. Vielleicht ist es aber auch alles unter einem großen Bandenkopf, ich weiß es nicht. Aber es ist schon sehr auffällig, wie, ja, gleich diese ganzen Maschen immer wieder sind. Ne? Also die unterscheiden sich ja fast gar nicht von den verschiedenen Betrügern. Hauptsache Trading-Betrug, aber das Skript, ja, lesen sie irgendwie alle das Gleiche vor. Und ziemlich schnell kommt immer gleich schon von Anfang an zum Vorschein, dass es eigentlich nur darum geht, dass ihr möglichst viel Kohle einzahlt und am besten schön mit Kreditkarte oder über irgendein Krypto-Wallet. Ausschließlich nur Kreditkarten. Ah, super. Ganz kurz, ich speichere mir Ihre Nummer. Haben Sie eine WhatsApp auf dieser Nummer? Nee, das ist eine Festnetznummer. Ah, okay. Haben Sie eine WhatsApp-Nummer? Nein, das gebe ich nicht raus. Ja. Und das sollte in der Tat keiner von euch tun. Sobald ihr eure Handynummer auch noch dort angebt, werdet ihr tausende SMS über die nächsten Jahre empfangen. Und das Problem ist, wenn so eine Telefonnummer erstmal verbrannt ist und ihr kündigt die und irgendjemand Neues bekommt die Nummer nach einem halben Jahr Sperrzeit, ja, dann hat er das gleiche Problem, weil die Betrüger werden die Telefonnummern definitiv nicht aus ihren Datensätzen rauslöschen, um einfach immer wieder nochmal was vom Kuchen abzukriegen. Ist ja egal, wer da letztendlich am anderen Ende rangeht, weil unterm Strich will man ja nur eure Kohle. Okay, kann ich dann per E-Mail schicken, den Link? Was für ein Link? Damit Sie das Geld auf Ihr Handelskonto sozusagen überweisen. Ach so, ja, können Sie machen, ja, und dann? Dann natürlich wird sich der Finanzberater sich melden und dann werden Sie mit ihm arbeiten, eine Strategie ausbreiten. Aha. Und haben Sie da auch was mit Hebel und so? Wie bitte? Haben Sie da auch ein paar Hebel? Wie, was meinen Sie, was ist das? Ja, auf der Börse braucht man doch einen guten Hebel. Ach so, ja, das auf jeden Fall. Mhm. Ich meine, der Finanzberater hat ja sozusagen Erfahrung und der wird ja mit Ihnen arbeiten. Ja. Wenn Sie einen Gewinn machen, natürlich, dann bekommt er auch seinen Gewinn. Ja. Deswegen. Und dann? Dann nimmt er ja nur 10%. Ja. Genau. Kann ich per E-Mail schicken, den Link, oder wie? Wie machen wir es? Ja, ja, den können Sie rausschicken. Okay. Ganz kurz dann. Bleiben Sie kurz dran. Mhm.
500 wollten Sie, gell? Nee, 250. Ach so, 250, weil Sie ja davor gesagt haben, mit 250.000 wollen Sie. Naja, genau. Ja, ich meine, mit die Anfangssumme mit 250 Euro, ja. Keine 1.000. Ja, aber das haben, nee, das haben aber Sie gesagt. Ich habe ja gesagt 250.000. Ja, genau, mit 250.000 können Sie, 250.000 können Sie beim Finanzberater. Bei mir können Sie einsteigen mit 250 oder mit 500 Euro. Mhm. Genau. Wir machen es mit 250, genau? Ist mir egal. Mit 500 oder 250? Ja, ist mir egal. Machen Sie dann mal voll. Ganz kurz dann. Was machen Sie beruflich? Was ich beruflich mache? Ja. Ich bin Fischstäbchenformer. Was sind Sie? Fischstäbchenformer. Ah, okay. Und Fischstäbchenformer verdient so viel Geld, oder wie? Ja, mir gehört der Laden. Ah, super. Aber ich habe mir gefragt, was ich beruflich mache, und das ist ja meine Ausbildung. Fischstäbchenformer. Mhm. Okay. So, ich schicke Ihnen jetzt einen Link per E-Mail. Ja. Die E-Mail lautet ja ganz kurz, die ist ganz groß, gustav.lausenbengel@googlemail.com, oder? Ja, Lausenbengel, nicht Lausenbengel. Lausenbengel. Lausenbengel, nicht Lausenbengel. Lausenbengel. Sorry, tut mir leid nochmal. Ja. So, hab jetzt einen Link Ihnen geschickt per E-Mail. Ja. Gucken Sie in Spam-Ordner oder, mein Name ist nochmal Daniel Stumpf. Ja, was ist das für eine E-Mail? Daniel Stumpf. Tja, ich glaube, das sagt schon mal alles aus. Ich meine, die Firma ist ja ganz klar, was wir dafür wieder für eine Firma am Apparat haben. Tja, aber weiß ich nicht. Also irgendwie besonders helle wirkt er jetzt hier auch nicht. Ich weiß nicht, in welche Richtung der mich jetzt hier noch drängeln will. Aber naja, also auf jeden Fall sollte man hier von dieser Firma die Finger lassen. Das merkt man ja schon wieder ganz klar raus. Das ist eine E-Mail, das ist ein Link. Da sehen Sie dann sozusagen, da wo Sie Ihre so Bankdaten eingeben sollen. Und dann wird das Geld überwiesen auf Ihr Bank, auf Ihr Handelskonto sozusagen. Aber wieso die Bankdaten? Sie werden es alles dort sehen. Ich dachte Kreditkartendaten. Ja, ja, Sie werden es gleich sozusagen sehen auf den Link, was Sie draufdrücken. Ja, wann kommt der denn? Ich hab's Ihnen geschickt. Gucken Sie in meinen Spam-Ordner. Moment. Haben Sie was bekommen? Nee, ist noch nichts da. Okay, bei mir steht diese E-Mail, was Sie haben, die ist ungültig. Nee. Deswegen. Können Sie nochmal die E-Mail sagen? Die haben Sie doch da stehen, haben Sie doch richtig vorgelesen. Aber das zeigt mir irgendwie einen Fehler an. Warum? Müssen Sie doch bloß rauskopieren, oder nicht? Wie bitte? Müssen Sie doch bloß rauskopieren. Ja, das zeigt mir an, diese E-Mail-Adresse existiert nicht. Was steht da? Diese E-Mail-Adresse existiert nicht. Steht das so da? Ja. Ja, aber das ist dann falsch. Ich schicke ihn nochmal, ich versuch's nochmal. Mhm. Wie gesagt, wenn Sie ein WhatsApp haben, dann kann ich per WhatsApp den schicken. Nee, das machen wir nicht über WhatsApp. Da macht man doch keine Bankgeschäfte. Über WhatsApp mache ich nur meine Drogengeschäfte. Nee, das geht nicht. Leider. Warum? Ja, das zeigt mir selber an, diese E-Mail existiert nicht. Ist aber schlecht. Ja. Und nun? Ja, haben Sie keine andere noch Möglichkeit, dass sie irgendwie anschreiben kann? Wozu braucht man das? Wie bitte? Wozu brauchen wir das? Wie, wozu brauchen wir das? Na, das mit der E-Mail. Geht man da nicht auf eine Webseite und macht das denn da? Ja, ich sag Ihnen doch, ich schicke Ihnen einen Link, damit Sie draufgehen können. Ja, aber Sie können mir doch auch die Webseite sagen, oder? Die Webseite kann ich Ihnen nicht sagen, weil das ist eine sozusagen Rechnung. Oh.
da kriegt man wirklich, Plack auf den Zähnen. Also was der da schon wieder so von sich gibt, das macht alles gar keinen Sinn. Also Hauptsache erstmal eine Rechnung zuschicken, aber überhaupt nicht die Firma eigentlich im eigentlichen Sinne überhaupt vorstellen oder mal vielleicht die eigene Webseite zeigen. Nee, da geht's eigentlich nur darum, dass ihr Kohle bezahlt. Tja, und das Erste, was ihr als Kontakt mit so einer Firma habt, ist eine Rechnung. Ist auf jeden Fall auch sehr, sehr nett. Und vor allem muss man dafür dann wieder eine E-Mail bekommen und auf einen ganz komischen Link klicken. Tja, das könnte vielleicht wieder was damit zu tun haben, dass man wohl sein Geld wieder in irgendeinen Krypto-Wallet reinstopfen soll. Und das ist nur einmalig sozusagen. Aber bevor man eine Rechnung bekommt, geht man dann nicht erstmal auf die Webseite und guckt sich das Produkt an? Sie haben es doch angeguckt, oder? Das war ja bloß Werbung. Sie haben ja selber angeschaut, wie es ist und so. Und unsere Startseite heißt Meteor Trade. Sie können draufgehen. Sie können durch Meteor Trade auf unsere Startseite das durchführen. Ja. Ich meine, das wird ein bisschen länger natürlich. Da müssen Sie Ihre Kontaktdaten da reinschreiben. Ja, dann machen wir das so. Ja, dann schreiben Sie mal Meteor Trade rein. Dann buchstabieren Sie mal. M-E. Ja. T. Ja. E. O. R. T. R. A. N. D. E. Punkt. Pro. T. R. O. Da steht, die Webseite könnte nicht gefunden werden. Bitte überprüfen Sie die Schreibweise. Und auch das ist wieder ein richtig tolles Merkmal für irgendwelche Betrüger, die es nicht mal schaffen, ihre eigene Webseitenadresse, also die Domain, vernünftig irgendwie so durchzubuchstabieren, dass man es überhaupt versteht, wie die Webseite genau heißt. Tja, das Ende vom Lied ist, man findet die Webseite nie. Ganz, ganz oft verwenden die Mitarbeiter teilweise sogar noch alte Domain-Endungen, wo dann .pro am Ende stand. Das nächste Mal ist es dann aber .cc oder .eu oder irgendwas anderes. Und das haben die dann, ja, wenn da ständig die Webseiten wechseln, haben die überhaupt gar nicht mehr den Überblick, wie die Webseite eigentlich heißt. Schon alleine das muss ja so ein Mitarbeiter eigentlich irgendwann mal selbst auffallen, dass da irgendwas richtig komisch läuft in der Firma. Aber naja, wie wir es halt immer wieder vermuten, die meisten Betrüger werden ganz einfach wissen, was sie da für einen Job machen. Meteor Trade. Dann buchstabieren Sie mal richtig. Ein M wie Maulkorb. Und dann, ein M? Ja. Ein E? Ein E wie Esel. Esel, ja. Ein T wie Theodor. Theodor Fall, ja. Ein E wie ein Esel wieder. Ja. Ein O. Ja. Wie? Ein R. Was für ein O? Ein R. Was denn für ein O? Ein O, einfach ein O. Also wie Ulrich. Ja. Okay, ja. Ein R. Was? Ein R wie Richard. Ach so, ja, ja. Ein T, Theodor. Theodor Fall. Genau. Ha? Ein R, Richard. Ja. Ein A, Alfred. Ja. Ein D. Bei Ihnen hat's geklingelt. Ja. Gehen Sie ruhig erstmal zur Tür, ich warte. Nee, ich bin ja nicht zu Hause. Ach so. Ich bin auch auf der Arbeit. Ja, dann gehen Sie da zur Tür in Ruhe. Das war keine Tür. Aber es hat doch geklingelt. Ja, schreiben Sie jetzt weiter, oder? Ja. Wo sind Sie jetzt? TV Theodor Fall. Ja, und nochmal für alle Neuankömmlinge. Wenn man dieses tolle Klingeln da am Telefon im Hintergrund hört und im schlimmsten Fall noch ein bisschen Geklatsche und Gejubel, dann bedeutet das nicht, dass da jemand an der Tür geklingelt hat und auch nicht, dass irgendjemand Geburtstag hat. Es bedeutet schlichtweg leider, dass gerade jemand beschissen wurde und die ihren Betrug feiern. So sieht das aus in einem Callcenter. Und das verstecken die nicht mal. Die klingeln ganz öffentlich und laut einfach, währenddessen alle anderen Kunden noch am Telefon sind. Ja. So stellt man sich natürlich eine seriöse Firma vor. Jedes Mal, wenn jemand eingezahlt hat, dass da geklingelt und geklatscht wird. Ganz, ganz, ganz logisch. Trade, haben Sie reingeschrieben? Nee. Was haben Sie jetzt reingeschrieben? Das letzte war ein T wie Theodor Fall. Dann ein R. Ein wie was? R. Ein E.
R. Also, Richard. Also E-R. Ja. Ja? Ein A. Wie Alfred. Ja. Ein D. Ja. Ein E. H. Punkt. Also ein Pro. P. Ja. Punkt Pro. P-R-O. Also, wie jetzt? Ein Punkt danach, ein da und dann Pro. Ach so, ja. Hab ich. Haben Sie es gefunden? Ja, geht. Der Mitarbeiter ist auf jeden Fall unfassbar motiviert mit seinen Kunden am Telefon, so wie man das hier heraushören kann. Meine Güte, dem muss man ja wirklich jeden Buchstaben der Domain einzeln aus der Nase ziehen, damit man überhaupt irgendwie seine Webseite findet. Was sehen Sie jetzt? Na, so eine Seite. Wie heißt die Seite? Nur so, wie Sie gesagt haben. Ja, lesen Sie mal vor. Hä? Warum? Wissen Sie Ihren eigenen Namen nicht, wie man den liest, oder was? Ja, ich will ja wissen, wo Sie draufgegangen sind. Na, auf das, was Sie mir da gerade gesagt haben. Ja, lesen Sie mal vor auf der Seite, was da steht. Sind wir jetzt hier im Kindergarten, oder was? Nein, ich will nur wissen, wo Sie drauf sind. Na, auf Ihrer Seite. Habe ich Ihnen doch jetzt gesagt, mehrfach. Was sehen Sie jetzt rechts da? Sie müssen jetzt den Land wechseln. Ah ja, hier, Deutschland. Ja? Das ist in der Tat auch so ein Phänomen, was ihr immer wieder bei den Betrügern findet, wenn die ihre Webseite durchbuchstabiert haben. Normalerweise wollen sie das ja immer per E-Mail schicken, aber wenn sie die durchbuchstabiert haben, dann wollen sie unbedingt von euch hören, was da auf der Webseite steht, und die lassen sich sehr, sehr gerne die komplette Webseite von euch beschreiben. Und da reicht nicht ein Stichpunkt, die wollen die ganze Webseite bis ins letzte Detail irgendwie erklärt haben. Keine Ahnung, was das jedes Mal soll. Wahrscheinlich wollen sie sich damit absichern, dass das Betrugsopfer wirklich auf der Webseite gelandet ist, damit sie nicht verarscht werden. Wenn sie denn schon so ein bisschen das Bauchgefühl haben, vermute ich mal. Aber naja, seriös wirkt das auf jeden Fall nicht. Vor allem, wenn der den Kunden dazu drängelt, irgendwas zu sagen, wo der Kunde gerade gar keinen Bock drauf hat. Im Grunde genommen macht man sich damit ja nur selbst seinen Verkauf kaputt. Also empfinde ich zumindest so. Keine Ahnung, wie die damit Erfolg haben wollen, aber es ist leider so. Die haben leider Erfolg. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Genau. Das müssen sich sozusagen registrieren. Ich dachte, ich bin schon registriert. Nein, Sie sind noch nicht registriert. Aber ich dachte, ich habe ein Konto, was noch nicht aktiv ist. Da muss ja schon was registriert sein. Sie müssen ja Ihr Handelskonto aktivieren. Was? Sie müssen ja Ihr Handelskonto aktivieren erstmal. Ja, wenn ich es aktivieren muss, ist ja schon eins da, oder nicht? Jetzt sagen Sie mir gerade, es ist noch gar kein Konto da. Ja, Sie haben ja auch kein Konto noch da. Na, aber wie kann ich denn mein Konto aktivieren, wenn es noch gar nicht da ist? Ja, wir müssen sozusagen Sie registrieren. Sie müssen sich sozusagen anmelden. Nee, das klingt definitiv nach Betrug, was Sie da gerade machen. Was für Betrug? Ja, was Sie da gerade machen. Sie erzählen, ich habe ein Handelskonto und ich muss es nur noch aktivieren und auf einmal habe ich nicht mal ein Login. Das ist ja Betrug. Ja, Sie werden das, gucken Sie, Sie werden es ja doch einmalig machen und dann werden Sie es wieder, dieses einmalige Passwort auf sich ändern. Ja, machen Sie gerne bandenmäßigen Betrug. Was für Betrug? Mit einer kleinen Kaltakquise so am Anfang. Ich rede da mit Ihnen schon 16 Minuten und dann sagen Sie mir nach Betrug? Ja. Was labern Sie überhaupt? Na, gucke, jetzt verrätst du dich so langsam mit deiner Aussprache. Das ist nicht seriös, wo du herkommst. Ja, aber Sie sind unseriös. Sie werden da ganz Zeit, will ich Ihnen helfen, Sie werden da, keine Ahnung, irgendwie so komische Fragen stellen mir. Na, ist das komisch, wenn man fragt, wo man sein Geld hinschmeißt? Ja, deswegen habe ich auch Ihnen gesagt, Sie bekommen also, man darf Link, denn also nicht fragen, Sie bekommen wo man einen Link da, und Sie bekommen dann ein Handelskonto aktiviert. Ja, so arbeiten nur Betrüger. Und dann sagen Sie zu mir, das ist unseriös und wir sind, keine Ahnung. Ja, ich sage, ihr seid kriminell. Ja, dann schönen Tag noch wünsche ich Ihnen. Ja, das wünsche ich Kriminellen nicht. Und zack, da war er weg. Tja, sobald das Wort Betrug fällt, sind die meisten ja ganz schnell aus dem Staub gemacht. Ja, aber mal ganz im Ernst.
Also den kann man ja wirklich nicht für ernst nehmen. Vor allem, was der da so von sich gegeben hat. Und der hat ja hier ganz schnell zum Schluss gezeigt, was das eigentlich für ein Typ ist. Und dass man, tja, seiner Firma auf gar keinen Fall vertrauen sollte. Denn seriöse Bankgeschäfte funktionieren nach meiner Meinung nach komplett anders. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ihr seht jetzt hier noch die Playlist mit vielen weiteren Videos auf diesem Kanal. Schaut einfach mal rein, könnt ihr noch ein bisschen was angucken. Ja. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.